Und da begrüßen wir natürlich unseren Philipp und unseren Neuzugang Stefan. So, da sind sie. Unsere Philipp. Saisonvorbereitung bisher relativ erfolgreich gelaufen. Wenn man sich so die Tore und die Gegentore anguckt, dann kann man zufrieden sein. Ja gut, es gibt da keine Punkte dafür, aber ich denke, wir haben trotzdem gut gearbeitet. Die Spieler waren auch okay. Und ja, wir hatten heute wirklich einen guten Gegner. Der hat uns sehr viel abverlangt. Und ja, und da können wir eigentlich drauf aufbauen. Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit und dann geht es nächste Woche los. Und dann geht es auf Deutsch wieder scharf. Und ja, vielleicht auch die Frage nach der Konkurrenz, die ist durchaus größer geworden. Der Kollege, der hier neben mir auf der Bühne steht, den hattest du letzte Saison noch nicht neben dir. Wie habt ihr euch bisher kennengelernt, angefreundet? Na, wir sehen uns ja jeden Tag in der Kabine. Stefan ist ein ganz super Typ und ich denke, wir haben ihn gut aufgenommen und er hat mich gut aufgenommen. Wir respektieren uns total und haben das Sportliche bis jetzt auch super im Griff und ja, es ist halt nur mal so, am Ende muss halt einer stehen und der steht, der dient für den Erfolg für die Mannschaft und ja, ob es dann ich oder Stefan bin, ist am Ende dann auf gut Deutsch wurscht. Also offen gesagt, ein Torwartproblem haben wir nicht beim CFC, Stefan Riederer. Die Spiele gegen Unterhaching, da kommst du her, waren immer sehr torreich, jetzt stehst du auf der richtigen Seite. Ja, wenn man die letzten Heimspiele hier beim CFC ansieht, war das natürlich schon zwei schöne Packungen, ja. Ja, andererseits habt ihr natürlich zu Hause auch dem CFC schon ein bisschen was abverlangt. Ja, ist richtig, man muss ja revanchieren. Gut, aber jetzt beim richtigen Verein gelandet, deswegen auch ein riesiges Willkommen und ein großer Applaus für Stefan Riederer jetzt in Himmelblau. Grüßen wir jetzt Pierre Lebeau, unseren Kapitän Silvio Banker, Toni Wachsmuth, Jérôme Hasamé, Thomas Bild, Josef Sina und Fabian Stenzel. Thomas, komm du einfach mal gleich zu mir mit nach vorne. Wenn wir das heutige Spiel gesehen haben, das war kein einfaches Ding. Also die Dänen waren eine harte Nuss. Du am Ende der Siegtorschütze. Wie beurteilst du im Nachhinein das Spiel heute? Ja, wie du schon sagst, es war die ersten 15 Minuten hatten wir ein bisschen Probleme, um reinzukommen, denke ich. Die waren frisch, spritzig. Und dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Und ja, zum Schluss haben wir ein bisschen Glück gehabt und 3-2 gewonnen. Dein Freistoß hat aber auch herrlich gepasst. Ja, ich hatte jetzt genug Zeit, um zu üben und blindes Huhn findet auch mal einen Korn. So blind ist er gar nicht. Thomas Böck, herrlich. Gut, würde ich sagen, Kapitän, wo ist er denn? Komm ran. So, Silvio Bankert, Kapitän in dieser Saison. Saisonvorbereitung, denke ich, bisher schafft Selbstvertrauen, auch nach dem heutigen Sieg. Ja, ich denke, wir haben gut gearbeitet, vernünftige Ergebnisse eingefahren und der Leistungstest heute hat uns ja auch noch bestätigt, dass wir eine gute Vorbereitung gemacht haben und dann positiv in den Punktspielstart gehen können. Positiv war auch der Auftritt unseres Neuzugangs Josef Sina. Du bist auch gerade neben mir heute 90 Minuten durchgezogen. Ganz feine Geschichte. Willkommen in Chemnitz. Kommt aus Burghausen und wird aber sowas von herzlich empfangen. Hier ist doch Wahnsinn. Er ist überrannt. Wie hat dich die Mannschaft auch aufgenommen? Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Also man merkt, er fühlt sich jetzt vom ersten Augenblick schon wohl? Ja, sehr wohl. Okay, kurz und bündig, Josef Sina, willkommen in Chemnitz aus Burghausen. Machen wir weiter mit der nächsten Abteilung. Das ist unser Mittelfeld. Und diesem zuzuordnen wären Anton Makarenko, Sascha Pfeffer, Christian Mauersberger, Tom Scheffel, Mike Kegel, Marc Hensel, Josef Landeka und Ronny Gabuszewski. Kommt drauf, Jungs. Ja. Gleich hier mit durchmarschieren, genau. Stell mich irgendwo in die Mitte. So. Gut. Dann sind sie, die Jungs. Guten Tag, guten Tag. War völlig egal, verteilt euch irgendwie, ich bin der Mann mit dem Mikrofon, ich komme einfach ran, das ist völlig egal. Ronny, also es gab eben einen riesen Aufschrei, einen riesen Jubel, ich glaube Chemnitz freut sich, dass du wieder da bist, oder? Ja, vielen Dank, ich freue mich auch, schön so willkommen geheißen zu werden. Hast du uns vermisst?
Du musst Ja sagen. Ja. Okay, nach einem kleinen Abstecher in unsere Partnerstadt Düsseldorf, das war eine freundschaftliche Geschichte, jetzt wieder zurück in Chemnitz, Ronny Gabuszewski. Und wie geht's dir? Du bist heute noch ein bisschen geschont worden. Kurz was zu deinem aktuellen Gesundheitszustand. Ich denke, dem Saisonstart steht nichts im Weg. Ja, genau. Ich hatte noch eine kleine Verletzung, habe jetzt die letzte Woche ein Reha-Training absolviert und ab Montag geht's wieder ins Mannschaftstraining. Da freuen wir uns drauf, jawohl. So, machen wir gleich mal weiter, vielleicht mit dem Tom Scheffel und Christian Mausberger. Ihr kommt mal kurz vor. Ihr seid ja schon hier, genau. Also, Christian, heute auch von Anfang an mit dabei gewesen. Das war ein ganz schöner harter Gegner heute. Auf alle Fälle war es ein harter Gegner, aber ich denke, wir haben es ganz gut gelöst als Mannschaft und es zeigt das Ergebnis. Wie bist du eigentlich, ja, wie bist du informiert worden? Hey, es geht jetzt in die erste Mannschaft, ruft da der Trainer an und sagt, du bist jetzt dabei, oder wie funktioniert sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich habe ja immer mal mittrainiert schon in der ersten Mannschaft und dann kommt irgendwann das Angebot und ja, ich habe mich halt dann für Chemnitz entschieden. Ja, wofür auch sonst? Also, Christian Mausberger bleibt in Chemnitz in der ersten Mannschaft, Tom Scheffel. Wie hat dich die Mannschaft, haben dich die Routiniers aufgenommen? Wie fühlst du dich jetzt hier heute auch mit dabei zu sein? Ja, ist eine klasse Mannschaft. Ja. Alles gute Freunde, alle nett. Bestens. Also, er lacht, er lächelt, er freut sich auf seine Aufgabe. Jetzt wackelt es hier ein bisschen, gut. Also, willkommen im Team Nummer 1 bei den Himmelblauen und jetzt vielleicht auch nochmal den Marc nach vorne, der versteckt sich hier hinten so ein bisschen. Ja, Marc, komm. Da gibst du leichte Spitzen von hinten. Gut, das lassen wir einfach so stehen. Du bist auch schon beim ersten offiziellen Training unheimlich herzlich willkommen geheißen worden. Ich denke mal, das war für dich dann auch Balsam auf der Seele, denn vielleicht war es nicht so zu erwarten. Ja, ich habe. Hallo erstmal, schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe mich sehr gefreut, weil ja, ich habe mir lange Gedanken gemacht darüber, wie es wo ist, aber sowohl von der Mannschaft, wo ich auch überragend empfangen wurde, so war es dann halt auch beim ersten Training und ich freue mich sehr, hier zu sein und ein Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Wir freuen uns auch auf dich und Chemnitzer sind halt entspannter, als man manchmal denkt. Durchaus. Also willkommen beim Chemnitzer FC auch natürlich an Marc Hensel. Das also hier die Abteilung Mittelfeld. Es wird langsam eng auf der Bühne, aber wir sind natürlich noch nicht durch, denn wir kommen jetzt in die Abteilung Angriff, in den Sturm und das sind unsere Recken Tino Simmer, Anton Fink und Benny Förster. Ah, da kann man neidisch werden. Kleiner Insider. Gut, Jungs, kommt rauf. So, gleich mal an meiner Seite Tino. Tino Semmer, ja, also wir haben jetzt gerade auch viel mit den Neuzugängen, mit den Verstärkungen beim Chemnitzer FC geredet, aber bei dir muss man jetzt von den Toren in der Vorbereitung sagen, auch ein Neuzugang, also wie du eingeschlagen hast bisher, das ist ja der Wahnsinn. Ja, Vorbereitung ist alles schön und gut, aber letztendlich zählt das, was in den Punktspielen dann unterm Strich dasteht und deswegen freue ich mich jetzt auf die Punktspiele. Also kann es sein, dass so irgendwo so ein kleiner Knoten geplatzt ist, eine Top-Motivation ist dir anzumerken. Ich glaube, du hast richtig Bock auf die Saison, oder? Ja, die letzte Saison war halt geprägt von Verletzungen und ich bin nie so richtig in Tritt gekommen. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt dieses Jahr auch verletzungsfrei bleibe und einfach eine gute Saison spielen kann und der Mannschaft irgendwie helfen kann. Da drücken wir den Daumen, da ganz klar. Unsere Herzen schlagen himmelblau, Tino Semmer. So, Toni. Es ist ganz klar, also wenn man auch über Saisonziele redet, wurde schon immer wieder gesagt, man hat sich stetig verbessert, Platz 9, Platz 6, da wäre es ja Quatsch, jetzt davon zu reden, dass man Zehnter werden möchte, ist logisch. Wenn ich jetzt unseren Torschützenkönig der letzten Saison anschaue und neben mir habe, wenn man sagt, man möchte sich verbessern, viel mehr geht ja eigentlich nicht. Ne? Ist da noch Luft nach oben? Ja, sicherlich ist noch Luft nach oben und ich versuche jedes Tor zu machen und wenn ich mich verbessere, ist es schön, aber natürlich will ich wieder so viele Tore machen wie möglich.
Das ist klar. Also Saisonziel, nochmal einen draufzusetzen und wenn es nur ein Tor mehr ist als in der vergangenen Saison. Wäre super. Wäre super, alles klar. Benni, man merkt also auch gerade bei euch in der Abteilung Sturm, das sind nicht nur Kollegen, sondern das sind auch Kumpels. Ja, natürlich. Wir sind ja jetzt nur drei Stürmer. Jeder hat den Anspruch, spielen zu wollen und trotzdem verstehen wir uns sehr gut. Man hat sowieso allgemein das Gefühl im Team, das funktioniert. Mit allen. Ja, also das Team ist klasse zusammengestellt. Wir haben jetzt ein paar Neuzugänge, die haben wir sehr gut integriert. Und ich denke, man hat auch heute gesehen, dass mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung über die ganze Saison hinweg sehr viel möglich sein wird. Wir sind gespannt drauf. Dankeschön unserer Abteilung Sturm und Angriff. So, und was wäre unser Team ohne das Trainer-, Funktions- und Betreuerteam? Die Jungs, die da hinter den Kulissen alles tun, damit das in der Mannschaft richtig funktioniert. Deswegen wollen wir jetzt natürlich auf die Bühne rufen, das Trainer- und Funktionsteam angeführt von unserem Coach Gerd Hinrich, Thorsten Wittermann, Holger Hiemann, Hermann Kretschmann, Sebastian Lange, Olaf Renn, Dr. Jörg Uwe Fischer, Dr. Dirk Harlos. Also kommt einfach rauf, kommt ran hier auf die Bühne. So, das kriegen wir hin. Da freut ihr euch jetzt schon drauf, ne? Ist klar. Also kommt einfach durchmarschiert hier vorne, ist noch genug Platz. So, dann, Olaf, das Team hat gesagt, ich muss auf jeden Fall ein Interview mit dir machen. Die freuen sich jetzt schon drauf. Der neue Physiotherapeut Olaf Renn, kennen wir auch noch als Aktiver. Und dem Wunsch der Mannschaft entspreche ich natürlich gerne. Juckt es nicht doch manchmal so noch in den Waden? Und damit meine ich jetzt keine Mückenstiche. Ja, freundlicherweise darf ich ja ab und zu ein paar Teile aus dem Training mitmachen. Der Trainer erlaubt das ja. Und damit es dann für einige nicht peinlich wird, lasse ich die Spiele dann weg. Mach lieber ein bisschen. Ich mache dann immer ein bisschen Jonglieren. Also die Jungs gucken mal ab und zu mal rüber. Aber ich hoffe, dass sich niemand verletzt. Okay, Olaf Renn. Ja, Betreuer, Physiotherapeut, Dankeschön dir und vielleicht jetzt auch gleich mal im Anschluss Trainer Gerd Schädlich. Ja, ich komme einfach zu dir, wir bleiben hier in der Ecke stehen. Genau. Olaf Renn, ich weiß nicht, ob er so ein bisschen mit möglicherweise eine Aufstellung in der kommenden Saison geliebäugelt hat. Habe ich das jetzt rausgehört? Ja, eigentlich schon. Das versucht er tagtäglich rüberzubringen, aber der Olaf ist für uns ganz einfach zu teuer. Ja, das ist so mit dem medizinischen Personal, die kann man irgendwann nicht mehr bezahlen. Das ist ganz klar. Gut, wir haben schon so ein bisschen über die Saisonziele geredet. Du selbst hast gesagt, es wäre natürlich Quatsch, von Platz 10 zu reden nach den letzten zwei Saisons. Ein Team hat sich, glaube ich, zusammengefunden, was bunt gemischt ist von jungen Wilden bis hin zu den Routiniers. Ich denke, du bist ganz zufrieden bisher. Ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es ist natürlich schade, dass uns jetzt in dieser Phase vier Spieler fehlen, aber ich hoffe ganz einfach, dass wir am Montag Ronny wieder im Training begrüßen können, in Fabs und natürlich auch in Mark in Kürze, aber auf den Jimmy müssen wir noch ein bisschen warten. Wir gehen mal ein bisschen von der Box weg, es pfeift ein bisschen. Gut, Saisonvorbereitung bisher. Wir können auch drüben wieder runtergehen. Wir können auch eine Polonaise starten, das ist auch kein Problem. Prinzipiell mit der Saisonvorbereitung bisher, wir haben es ja schon gehört, Vorbereitung ist das eine, Liga ist das andere, aber ich denke, da konnten sich die Himmelblauen doch auch in vielen Spielen überzeugend durchsetzen. Na, ich denke, diese vorbereitenden Spiele sollte man nicht überbewerten, vor allem die Spiele gegen die kleineren Mannschaften. Aber heute beispielsweise war es ein richtig guter Test. Ich denke, das war der stärkste Gegner. Unsere Mannschaft hat richtig gut dagegen gehalten. In der ersten Halbzeit war vieles noch ausgeglichen, aber in der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir zugelegt und haben auch verdient gewonnen. Einziger Wermutstropfen vielleicht. Ja, klar, euer Applaus. Muss sein. Einziger Wermutstropfen vielleicht die 1-2 Niederlage gegen Teplice. Ja, aber das ist ein Vorbereitungsspiel. Es war trotzdem sehr aufschlussreich. Wir haben offensiv zu viele Fehler gemacht, haben zu viele Chancen weggelassen und defensiv haben wir natürlich auch ein paar Fehler gemacht, aber es ist besser, wenn man diese Dinge noch aufgezeigt bekommt in der Vorbereitung, als vielleicht beim ersten Punktspiel. Letzte Frage vielleicht, Kaderplanung abgeschlossen? Ja, aktuell gibt es ja einen Stopp vom Vorstand, das ist auch okay, aber wir schauen uns schon noch um. Ich hatte es ja vorhin schon mal angedeutet, dass wir aktuell jetzt vier Spieler nicht zur Verfügung haben. Die Saison ist lang.
vielleicht klappt es noch mal ein Schnäppchen und ja, vielleicht machen wir eine kleine Sammlung noch. Oder Olaf Renn muss noch mal ran. Oder der Olaf. Bitte auch noch. Also wir haben natürlich bitte Holger ist auch noch. Beim Hermann und bei mir wird es dann schon enger. Vielleicht in der 80. Minute Einwechslung. 89. Okay, klären wir das später. Dankeschön. Unser Trainer Gerd. So, und dann bitte ich natürlich auch nochmal das Vereinsoberhaupt, Dr. Matthias Hähne, zu mir. Kommen Sie rauf. Applaus auch für unseren Präsidenten, für unseren Vorstandsvorsitzenden. Der, glaube ich, auch so ein bisschen schon jetzt durchatmet nach einer durchaus langen und auch intensiven Saisonvorbereitung, auch im Vorstand. Ja gut, wir denken, haben auch unser Programm erledigt. Der Kader, der zusammengestellt werden konnte, hat sicherlich das Ziel, das Zeug dazu, Ziele zu erreichen. Das ist auch der Auftrag, um das ganz deutlich zu sagen. Ja, und von der Seite her sind wir nicht unzufrieden, dass andere Dinge und Faktoren dazukommen. Ich sage jetzt mal Thema Verletzungen. Ja, nein, das ist ein anderes Thema. Das werden wir sehen. Gut, wir gehen in dieser Saison als CFC mit einem etwas gesteigerten Etat in die neue Saison. Kann man zufrieden sein? Wie kann das? Ja, man muss sich erstmal darüber freuen, aber ich denke, man darf nie zufrieden sein, ganz klar. Natürlich, weil die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins und die sportliche Entwicklung des Vereins, die müssen Hand in Hand gehen. Und wenn man schaut, im Vergleich zu anderen Drittligisten, da haben wir sicherlich auch wirtschaftlich noch Luft nach oben. Aber wenn die insgesamt die Vereinsentwicklung sportlich wie der Gesamtverein, denke ich, so weitergeht, dann dürfen wir auch optimistisch sein, dass die wirtschaftlichen Dinge sich so entwickeln, wie wir uns das vorstellen. Also die Aufmerksamkeit für den CFC, die wird immer größer, die wächst stetig, denke ich mal. Das merkt man durchaus auch im Sponsorenbereich, so soll das auch sein, denn irgendwo muss das Geld ja herkommen. Applaus für eine gute Arbeit, würde ich sagen. Ja, ich warte, ich gehe nicht weg. Also, da gehen wir zurück. Ich dachte, jetzt wird er verpasst, ja.